Also erst einmal danke. Muss ja praktisch fast nichts mehr erzählen, aber wenn wir schon beim Bedanken sind, möchte ich mich auch bedanken beim Metalab, weil die haben uns auch Asyl gegeben. Und der Grund, oder einer der Gründe, wieso ich jetzt aber ein bisschen dastehe, dass sie unseren beiden Gruppen gleichzeitig Asyl gegeben haben. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat. Das war dann ein bisschen tricky, aber wir haben uns dann geeinigt. Wir sind jetzt am zweiten, treffen wir uns jedes Monat. Und das soll natürlich auch gleich eine Einladung sein, wenn sich wer für das Thema interessiert, regelmäßig zu kommen, einfach auf unsere Homepage vorbeischauen. So, das meiste ist ja eh schon gesagt worden, Vienna Data Science Group. Was heißt das überhaupt? Was ist unser Ziel? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel ist, dass das Wissen über Data Science oder auch Big Data Techniken, das ist so im Moment dieses Schlagwort, das durch die Medien geistert, zu verbreitern. Und zwar über neuen Research, der in der Hinsicht passiert. Also ein ganz großes Thema im Moment ist Deep Learning und Deep Neural Networks zum Beispiel. Die Anwendungen dieser Methoden, zum Beispiel Machine Learning, Scoring, Random Forest. Und natürlich, und deswegen stehe ich ja heute da, was heißt das eigentlich für die Gesellschaft, was hat das für Auswirkungen? Unsere Mitglieder kommen aus ganz verschiedenen Bereichen, die kommen von der Uni, das sind ganz normal Berufstätige, Studenten und alle anderen, die sich einfach damit mit Data Science und den zahlreichen Auswüchsen beschäftigen wollen. Die kommen aus Feldern wie Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Banking, Real Estate und so weiter. Und was wir tun im Endeffekt ist, genau solche Talks zu halten, Seminare auszurichten, Hackathons zu machen, Workshops mit Firmen zu machen, zum Beispiel jetzt gerade etwas zum Thema Industrie 4.0, was doch recht spannend ist, weil auch hier diese Methoden jetzt zum Einsatz kommen. Wir als Vienna Data Science Group haben recht viel, ich sage mal, Gehirnschmalz investiert, was sind die Bereiche, mit denen wir uns eigentlich auseinandersetzen wollen, was können wir schaffen, was sind die Themenfelder. Ein Themenfeld stelle ich heute vor, das sind die gesellschaftlichen Auswirkungen. Das zweite ist natürlich, wie bei jedem Verein, was ist die Basis? Das ist Knowledge Sharing. Um was geht es eigentlich überhaupt? Welche Methoden gibt es und so weiter? Das dritte ist Education, also im Endeffekt genauer zum Beispiel über Machine Learning einen Hackathon zu halten, über einen Hackathon über Julia zu halten und so weiter, was wir auch schon gemacht haben. Und natürlich auch Projekte zu machen, eben zum Beispiel zum Thema Industrie 4.0, weil wir auch den Anspruch haben, dass wir unsere Methoden auch zur Anwendung bringen wollen. Gehen wir aber jetzt zu dem, wieso wir eigentlich heute da sind, genau diesen Impact on Society, genau diese gesellschaftlichen Auswirkungen, wegen der wir heute da sind. Wer sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, könnte glauben, ja, Data Science, ja, das ist jetzt so plötzlich kommen und das ist jetzt irgendwie so eine Modeerscheinung und in 3 Jahren gibt es wieder einen anderen Marketingterm. Wenn man aber wie wir aus der Branche kommt, weiß man, dass die ersten Anwendungen von dem, was damals noch nicht Data Science geheißen hat, schon ungefähr im 18. Jahrhundert waren. Das ist das Thema Lebensversicherung. Damals wurde, kann man in heutigen Sprech sagen, algorithmisch zum ersten Mal Versicherungsbeiträge errechnet. Mhm. Das war so 1760 in etwa. Ein bisschen weiter vor, Credit Scoring, das war so in den 50er Jahren, auch schon 60 Jahre her, also auch jetzt nicht so modern und das ist jetzt ein neuer Hype, sondern wirklich eingesessen. Und was ist eigentlich seitdem passiert? Genau das, glaube ich, womit sich auch das MetaLab auseinandersetzt, die absolute Explosion sowohl von Daten in jeglichen Bereichen,
als auch von Computing Power und natürlich von billiger werden von Speicher. Und das ist genau, das sind genau die beiden Gründe, wieso wir immer mehr Anwendungen sehen. Sei das jetzt autonome Fahrzeuge, die genau mit den gleichen Methoden vorgehen, wie zum Beispiel Google seine Werbung platziert. Sei es jetzt Dating-Plattformen, die Matching-Algorithmen schreiben, habe ich mal gehört. Sei es im Sport, der vor allem in den USA immer stärker, also Basketball zum Beispiel, immer stärker algorithmisch gelenkt ist, welcher Spieler harmoniert mit welchen und so weiter und so fort. Und was morgen ist, ja, das ist das Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen in unserer Society. Ja, here be dragons. Das weiß im Endeffekt noch niemand, aber die Explosion zwischen dem, was noch vor ein paar Jahrzehnten war und das, was heute ist, ist gigantisch. Und ich würde sagen, wir werden zwei Beispiele bringen. Das Thema ist unheimlich breit, damit das Ganze ein bisschen angreifbarer wird. Das erste Thema, wo ich mir gedacht habe, das könnte heute ganz gut passen, netzpolitischer Abend, Netzpolitik, da ist ein sehr, sehr häufiges Thema das Internet of Things. So die nächsten 50 Milliarden Teile, die ins Internet gehen, IPv6 und so weiter. Und was heißt das eigentlich? Und da möchte ich auf einen sehr, sehr guten Artikel verweisen von Bruce Schneier. Wer kennt den Bruce Schneier? Okay, anscheinend muss ich niemandem erklären, wer er ist und was er macht. Ich persönlich muss sagen, bin extrem impressed über die Breite an Themen, die er sich überlegt. Und eines dieser Themen war das Internet of Things und the world's biggest robot. Und seine These ist folgende. Das, was wir im Moment bauen mit dem Internet of Things, ist im Endeffekt etwas, das man genau so klassifizieren kann. Wir bauen Sensoren, die alle vernetzt sind. Das sind unsere Smartphones, vielleicht Thermostate, die mit dem Internet verbunden sind. Irgendwelche Sensoren auf dem Highway, die gegen Congestion sind, die gegen Staus sind. Wir haben Aktuatoren, sprich, naja, das Thermostat ist ja, tut ja nicht einfach nur die Temperatur messen, sondern ja, wenn es zu heiß ist, soll es ja schließlich auch das Ganze runterdrehen oder raufdrehen. Und dazwischen, ja, er nennt System Smarts. Wir sagen, das sind genau diese Data Science Methoden, ist das, was man Brain nennen würde. Und hier haben wir jetzt schon die Definition eigentlich von dem, was man eigentlich unter Roboter versteht. Wir haben Sensoren, wir haben Brain und wir haben Aktuatoren. Das Brain ist meistens in der Cloud. Internet of Things, alles mit dem Internet verbunden. Actuators, autonome Fahrzeuge oder einfach auch nur, wenn man, wie ich geschrieben habe, mit seinem Smartphone einfach nur sagt, hey, wo bin ich gerade? Und Google dann anhand von irgendeinem Machine Learning Algorithmus bestimmt, ob da in der nächsten halben Stunde eventuell ein Stau ansteht. Und das passiert jetzt. Das ist die Jetztzeit. Das ist die Gegenwart. Und seine These ist die, dass durch diese Masse an Kreisen, durch diese Masse an, nennen wir es Robotern, die man einzeln vielleicht noch verstehen kann, weil das ein Thermostat, die Temperatur misst und dann nachher die Heizung runterdreht, ist, sagen wir mal, noch keine große Data Science Methode. Aber die Masse wächst im Moment absolut exponentiell. Das ist ja auch das, was das Internet of Things verspricht. Und seine These ist, dass die Interaktion zwischen diesen verschiedenen Teilen zu etwas völlig Neuem führt. Er nennt es World-Sized Web,
das ist im Moment der Name, den er im Moment dem Ganzen gegeben hat. Und ich denke mir, das Wichtige hier ist, erstens, es ist mobil. Na klar, die ganzen Sensoren, Smartphones sind mobil. Es ist cloud-based. Die ganzen Algorithmen, die nur in der Cloud sich abspielen. Und vor allem, es ist persistent. Und das ist ganz interessant, weil selbst wenn man sich daraus zurückziehen will und vielleicht sein Smartphone daheim lässt, gibt es noch Millionen, in Zukunft wahrscheinlich Millionen, aber im Moment hunderte Sensoren, denen man täglich über den Weg läuft. Und das stimmt, man kann sich aus dem nicht wirklich zurückziehen. Und was das heißt, seiner Meinung nach, erstens, dass das Verhalten dieses Dings, das sich da entwickelt, an dem wir gerade bauen, sich mehr wie ein Organismus verhält. Mit Millionen von Teilen, ich würde eher sagen mit Milliarden von Teilen, und nochmal so vielen Interaktionen. Und keiner weiß im Moment, was diese Interaktionen auslösen. Weil jeder nur auf seinen Regelkreis schaut. Und jeder nur auf seine Analytik, auf sein Brain in der Mitte. Einer seiner Vorschläge dazu ist, das ist jetzt die Frage, dass man ein Department of Technology Policy einführen sollte, das vor allem breite Expertise hat zu genau diesen Themen und andere Ministerien, Regierungsorganisationen, sagen wir mal, unterstützt mit dieser Komplexität, weil es jeden betrifft, genauso wie das ganze Thema Data Science, aber jeder nur einen kleinen Teil davon sieht, aber die Interaktion im Endeffekt das Entscheidende hier ist. Und ich denke, mein Einsatz von ihm hat mir eigentlich recht gut gefallen. Es ist nicht die Frage, dass es geregelt wird, weil es wird geregelt werden. Es ist die Frage, wie smart diese Regelung sein wird. Und ich denke mir, das ist hier in dem Fall sehr entscheidend, weil wir bauen gerade daran, da bin ich fest überzeugt. Und damit kommen wir schon zum zweiten Beispiel. So, hallo, schönen Abend. Mein Name ist Martin Scheifele. Ich möchte zwei Dinge aufgreifen, die der Wolfgang schon gesagt hat. Das erste ist das Thema Basketball. Da habe ich jetzt gelesen, dass der beste NBA-Spieler derzeit, der Steve Curry, deswegen so gut ist, weil er 0,05 Sekunden weniger braucht, um zu werfen, nachdem er den Ball bekommen hat. Also das ist wahrscheinlich eine relativ leichte Übung gewesen, aber sie haben trotzdem sehr lange gebraucht, um das herauszufinden. Und das zweite ist, es geht jeden an und das Thema geht auch jeden an. Nämlich können wir in Zukunft Verbrechen besser voraussagen und sie vielleicht verhindern. Da gibt es zwei große Themen. Das eine ist Verbrechen, die irgendwer begeht. Da gibt es also Anwendungen, die versuchen vorauszusehen, wo und wann das nächste Verbrechen in Wien zum Beispiel stattfindet. Damit man da die Polizei schon hinschicken kann oder wie auch immer, dass das nicht passiert, ist natürlich statistisch äußerst schwierig und daher ist dieses Thema hier statistisch wesentlich leichter erfassbar, weil in Amerika ungefähr so viele Leute im Gefängnis sind, wie Wien Einwohner hat. Das heißt, da gibt es sehr viele Daten über Gefängnisinsassen, über die Karriere von denen, über persönliche Merkmale und so weiter. Was ist das hier? Das ist nichts anderes wie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand rückfällig wird. Das heißt, die Amerikaner, das machen zwar andere Staaten auch, aber Amerikaner machen das schon länger und gibt es auch sehr gute Quellen dazu, die sind im Anhang dann ersichtlich. Sie rechnen im Prinzip aus, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand rückfällig ist. Die weißen Punkte sollen jetzt hier symbolisieren die Gefängnisinsassen, die irgendwann vielleicht einmal in die Freiheit kommen. Da gibt es natürlich, wie bei uns auch, die Möglichkeit, dass jemand früher entlassen wird, bei guter Führung und bei, wie diese Modelle jetzt hier aussagen, einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht rückfällig werden. Das heißt, das ganze System ist ein Scoring-System, so wie seit 100 Jahren circa die Kreditscoring-Modelle, und wir kommen vielfach aus Banken und betreuen solche Kreditscoring-Modelle, so wie die auch funktionieren.
Und das hat natürlich hier sehr viele gesellschaftliche Auswirkungen, da kommen wir gleich dazu. Die Ziele sind ja eigentlich vollkommen klar, man möchte weniger schlimme kriminelle Akte in der Zukunft haben, man möchte die Gefängnisaufenthalte sowieso reduzieren und ja, für die Gesellschaft was Positives damit erreichen. Meiner Meinung nach ist das hier vielleicht nicht ganz korrekt, weil ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen, dass das sozusagen eine U-Kurve ist, dass wir hier relativ viele haben, die eher nicht rückfällig werden und vielleicht sogar viele, die eher rückfällig werden. Damit kann man natürlich auch die Methoden steuern oder die Begleitmaßnahmen steuern mit dem Betreuerstab, mit Fußfesselmöglichkeiten etc. etc. Also das bietet sehr viele Möglichkeiten für die Steuerung. Okay. Das ist jetzt praktisch der New Style. Wir haben hier einen systematischen, geordneten Zugang. Früher gab es praktisch das Expertenwissen, gab es die psychologischen Gutachten und so weiter. Es war alles abhängig von den Leuten, die gerade diese Fälle begutachten. Natürlich extrem biased, weil in jedem Bundesstaat gibt es andere Leute, die das machen. Der Vorteil einer Methode, einer statistischen Methode ist, dass sie neutral ist, dass sie Transparenz bietet und natürlich validierbar ist. Wir in der Bank müssen jedes Kredit-Scoring-Modell jedes Jahr neu validieren. Das heißt, wir sind verpflichtet von Zentralbanken, dass wir unsere Modelle sozusagen kontrollieren, ob die funktionieren. Das kann natürlich auf dieser Seite auch gemacht werden. Aber ob die Richter und Psychologen hier gut arbeiten, das ist im Prinzip nicht validierbar, weil es ja immer eine individuelle Entscheidung ist. Man kann nur praktisch grosso modo sagen, das ist schlecht, weil die statistischen Methoden besser funktionieren, aber nicht in die Tiefe validieren. Okay, gehen wir zum nächsten. Die Fragen, die sich jetzt da aufwerfen, gut, die Hauptfrage ist für mich eigentlich die hier. Wollen wir überhaupt in so wichtigen Bereichen, und das betrifft ja jeden, weil im Prinzip gibt es wirklich große Gefahren. Kriminalität ist ein häufiges Phänomen und es kann jeden betreffen. Und wollen wir als Gesellschaft statistische Methoden einsetzen, um sozusagen als Alleinmethode, die entscheidet, ob jemand vorzeitig entlassen wird oder nicht. Also das ist ein sehr entscheidender Punkt. Genauso der zweite Punkt. In Amerika ist es so, dass Sexualstraftäter in einer öffentlich einsehbaren Datei landen. Ein Mörder jedoch nicht. Also wenn der freikommt, gibt es kein Register, gibt es überhaupt nichts, der kommt raus und niemand weiß das im Prinzip. Die Frage ist, sollen wir das erweitern? Soll die Gesellschaft wissen, wer jetzt gefährlich ist? Geh nochmal zurück zur ersten Folie. Soll die Gesellschaft vielleicht sogar dem seinen Scoring-Wert wissen? Ja? Wenn der hier entlassen wird mit 0,5% oder mit 60%, und dann zieht der praktisch als Nachbar ein, einer mit 60%. Ich weiß nicht. Ja? Also das sind so Fragen, die muss man diskutieren. Was war noch auf der letzten Folie? Ja. Was machen wir überhaupt mit der ganzen Information? Ich glaube, dass der Diskurs noch lange nicht beendet ist zu dem Thema. Auch das Thema, was ich vorher angesprochen habe, generell heraus oder vorherzusehen, wo ein Verbrechen stattfindet, da fängt der Diskurs auch jetzt erst eigentlich richtig an und wir werden das sicher noch die nächsten Jahre oder viele Jahrzehnte noch haben, das Thema. Okay, also das waren unsere zwei Beispiele. Vielen Dank fürs Zuhören und Jetzt noch kurz was
allgemein dazu. Wenn ich die Zeit noch kriege, sage ja nicht nein. Die Sache ist die, und das ist in manchen Sparten schon normal, soll die Maschine allein entscheiden? Und das ist eine der Grundfragen. Oder inwieweit ist noch der Mensch in der Loop? Soll dieser Score oder auch davor die Algorithmen, die sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit beträgt das und das, allein entscheiden? Oder soll der letzte Entscheidende ein Mensch sein? Und genau zu diesen Fragen gibt es schon Entscheidungen in gewissen Teilbereichen, die man durchaus auch übertragen könnte. Und das war's schon. We are happy to talk, meet, work with you. Wir haben pro Säule verschiedene Verantwortliche. Der Martin zum Thema Impact on Society, und wir würden uns freuen, wenn wir nachher noch mit dem einen oder anderen darüber plaudern könnten. Danke. Dann sage ich auch danke an euch beide. Gibt es jetzt Fragen? Ich habe nur eine schnelle Frage inhaltlich. Mich würde interessieren, weil ihr gesagt habt, es gibt so viele Daten in Amerika, das ist alles so schön erfasst und wunderbar vermessen von den Gefängnissen. Werden diese Daten verwendet, um für andere Länder Modelle zu trainieren oder zu simulieren? Eigentlich, wisst ihr da was? Also meines Wissens nicht. Ja, also es wäre eine schlechte Praxis, das zu tun. Es wird möglicherweise gemacht, weil natürlich es relativ teuer und aufwendig ist. Daten hat man, aber die zu sammeln und sozusagen Modelle zu machen. Aber es wird immer billiger, es wird immer mehr möglich. Und also gut ist es nicht, wenn man es macht, aber es passiert. Ja. Aber die Tendenz ist schon so, dass man das weiß und dass man ganz individuell pro Land, möglicherweise auch pro Bundesland oder so etwas, Modelle kreiert. Ja, also danke für das Beispiel. Ich finde es bezeichnend dafür, wie mit kulturellen Werten umgegangen wird. Wir wissen, die Vereinigten Staaten kennen keine Privatsphäre. Die Vereinigten Staaten haben die Erklärung der Menschenrechte nur zum Bruchteil unterschrieben und unterstützt. Und das sind dann die Resultate. Für den europäischen Raum gehe ich davon aus, dass es sowohl die Erklärung der Menschenrechte gibt, wie auch die Grundrechtscharta, die zwei ganz wesentliche Punkte beinhaltet, die da gröblichst verletzt werden mit dem, was ihr macht. Das ist einerseits der Schutz der Privatsphäre und andererseits der Datenschutz, der in der EU-Charta natürlich ganz einen prominenten Punkt hat. Ein Grundrecht ist, das unteilbar ist. Das heißt also, allein der Umgang mit diesen Dingen ist einmal schon anzuzweifeln. Und das, was hier behauptet wird, nämlich dass man Privatrecht, Privatsphäre gegen Sicherheit eintauschen kann, ist eine Funktion, die so nicht aufgeht. Sondern das, was wir verlieren, ist unsere ganze Privatsphäre. Das ist eine der Grundregeln und Grundvoraussetzungen dafür, dass wir überhaupt behaupten können, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Und wenn wir uns dann herabstufen lassen und behandelt werden wie Automaten, dann ist es ein Zustand, der Schweinerei ist und nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ja, ein paar Kommentare. Also erstens einmal ist es nicht nur in den USA so, sondern das ist weltweit, dass solche Modelle verwendet werden. Dieses Modell ist nichts anderes als ein Werkzeug. Ja? Also wie auf einer Folie dargelegt wurde, diese Logik wird ja schon seit 60 oder 70 Jahren verwendet. Also nur wird man halt das nicht mit mal schnellen Methoden machen. Man hat natürlich, es gibt Vorteile und Nachteile. Es gibt einen Nachteil natürlich, wenn man das auf personeller Basis macht. Es gibt Vorteile, die dann das Ergebnis beeinflussen. Wir sagen nicht, dass das in Ordnung ist. Wir als Verein sagen nur, wir wollen darlegen, welche Auswirkungen es haben könnte. Wir sind da weder pro noch anti dagegen. Ja. Und noch ein letztes Wort zur Einschränkung der Freiheitsrechte. Ja, das ist natürlich ein Problem. Also wenn man jetzt, man muss eine Balance halten. Möchte man die Freiheitsrechte der Verbrecher höher werden als die Freiheitsrechte der potenziellen Opfer? Ich meine, warum gibt es überhaupt? Warum? Ja, okay. Machen wir noch die zwei Fragen.
Ich muss einen kritischen Kommentar zu der Aussage hinzufügen, dass Data Science oder die Algorithmen neutral sind. Die sind, also es kann eine wissenschaftliche Methode an sich nie neutral sein, weil es ist natürlich auch ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, ein Team, die auswählt, welche statistische Methode verwendet wird, welche Daten überhaupt erhoben werden, welche relevant sind, und die werden natürlich immer von der subjektiven Wirklichkeit massiv geprägt. Und zusätzlich aber auch noch finden die ja auch in einem sozialen, politischen Raum statt, die Analysen. Und das, was ihr gebracht habt mit diesen Gefängnisdaten, ist so ein klassischer Fall, der sehr, sehr schwierig ist, weil wenn man sich mal damit beschäftigt, wie der Prison Industrial Complex in den USA funktioniert, weiß man halt, dass die Legislative in den USA strukturellen Rassismus beinhaltet und halt Schwarzafrikaner in den USA wegen Bagatellsachen ganz stark bestraft werden im Justiz- und Rechtssystem. Und dahingehend ist halt immer die Frage bei quantitativer Sozialwissenschaften, inwieweit reproduziert das gesellschaftliche Verhältnisse. Und ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den ich einfach anführen wollte. Ja, ich möchte auch so ein bisschen auf das rauskommen mit dieser Objektivität und vor allem auch mit der Validierbarkeit. Also vor allem, wenn das Beispiel genannt wird, wie gut die Banken jedes Jahr ihre Kreditmodelle validieren. Also das kann man ja nicht ernsthaft erzählen hier. Also da habe ich eben, also ich finde jetzt auch die Fragen, die danach herauskommen, die sind dermaßen sozusagen von dieser Ideologie schon vorgeprägt, dass sie sozusagen die ganze Diskussion in eine völlig falsche oder in eine uninteressante Richtung bringen. Ja, also und dann haben wir sowas, sollen wir, wäre es nicht gut, wenn eine Gesellschaft ohne Verbrechen wäre? Also was ist das für eine Frage? So, ich bin überzeugt, dass alle hier in den letzten 24 Stunden in irgendeiner Weise gegen irgendein Gesetz verstoßen haben. Wäre es nicht super, wenn wir endlich Urheberrechtsverletzungen vollständig rückwirkend über die letzten 10 Jahre bestrafen könnten? Wäre doch toll. Oder? Kein Verbrechen mehr. Und auch dann, was für Verbrechen? Oder? Das sind eindeutig Verbrechen, die, wenn man das so nennen will, das arme Leute begehen. Oder? Ich will mal sehen, den Pre-Crime-Algorithmus, der mir irgendein Wirtschaftsverbrechen aufdeckt. Das sind alles sozusagen Verbrechen in der Straße, die überhaupt, also da wird so eine eindeutige sozusagen politische Vorauswahl schon getroffen. Also ich finde das. Und das wird in keiner Weise reflektiert. Ich finde das erschreckend. Also erst einmal danke, weil das sind genau die Fragen, die wir ja aufwerfen wollten und die ich vorher schon versucht habe, ein bisschen anzureißen. Autonome Systeme oder Decision Support Systeme, das sind genau die Frage, um die sich auch die andere Sache dreht. Weil das eine sind die Methoden, das andere ist, was damit gemacht wird. Und wir wollten jetzt nur aufzeigen, was im Moment teilweise schon gemacht wird. Mit allen Vor- und Nachteilen, die wir auch gehört haben. Trotzdem sind wir der Überzeugung, und da möchte ich auch den Bruce Schneier im Endeffekt, weil er sich auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, zum Thema, wie soll man eigentlich mit Algorithmen umgehen, zitieren, der meint, es hilft einfach nur gnadenlose Transparenz. Ja, und zum Thema ein Algorithmus oder eine statistische Methode ist vielleicht schlecht, kann ich nur sagen, das ist ungefähr so, wenn man das dann zurückführt, dass man sagt, die Addition ist schlecht, weil alles baut dann aufeinander auf. Ja. Die Mathematik kann nicht per se schlecht sein, sondern was machen die Staaten oder die großen Firmen mit den Daten, die sie haben und welche Methoden sie verwenden. Da würde ich nicht jetzt die Schuld auf die Methoden schieben, sondern auf die Verwender, die eventuell einen Missbrauch hier betreiben. Ja? Ja. Die, ja, man darf aber auch nicht vergessen, gehen wir mal zurück, wir hatten
bevor diese statistischen Methoden im Einsatz waren, noch eins zurück, hatten wir dieses Schema hier. Ja? Das heißt, jemand, der schwarz war und vielleicht benachteiligt sowieso, der wurde vielleicht von dem Psychologen und den Richtern auch schlecht beurteilt. Ja? Das heißt, das grundsätzliche Thema war schon immer da. Okay, es gibt wahnsinnig viel Gesprächsstoff. Wollen wir Schluss machen? Ja. Okay, ich werde da jetzt wie mit einem Hundeblick angefleht. Also das mit der fehlerlosen Statistik und mathematischen Methode möchte ich schon sehr hinterfragen, weil selbstverständlich gibt es einen Arsch voll fehlerhafter Algorithmen. Ja, und wenn so etwas entwickelt wird und eingesetzt wird, dann sind wir alle bitteschön Versuchskaninchen dafür. Und dagegen verwehre ich mich. Wenn das im Labor passiert, von mir aus, aber da werden wir wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre unter Laborbedingungen brauchen, bis wir die Sachen wirklich wasserdicht haben. Und das jetzt in die freie Natur zu setzen, also bitte, da fresse ich lieber Genmais bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich die geringere Gefahr. Dankeschön. Nur noch einmal wiederholt, dass wir wollen hier nicht sagen, das ist gut oder schlecht, wir wollen es nur zur Diskussion stellen, wir wollen die Öffentlichkeit informieren, dass es sowas gibt, um genau das zu produzieren, was jetzt hier passiert ist, nämlich eine Diskussion anregen. Ja? Und deswegen möchte ich auch auf den oberen Satz noch sagen, wir sind noch ein bisschen länger da. Genau, und weitere Diskussionen gibt es dann später beim Bier.